Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Race Room. Ja, alle Fahrer waren aufbereit, deswegen die Anmod nur sehr kurz, sehr fix und rasch vorgetragen. Wir sind mit dem GT3 Cup unterwegs auf Brands Hatch Indy. 20 Minuten geht das Rennen wie gewohnt. Das ist eine Strecke, die ich im DTM-Fahrzeug schon mal, glaube ich, etwa eine Stunde lang gefahren bin. Beim GT3 Cup kann ich sagen, ist das Ganze vielleicht noch ein Ticken anstrengender, weil die Autos hin und wieder ein bisschen biestig werden. Vor allem beim Anbremsen. So, aber fahren wir mal. Preuschow hier. Der Polesetter. Geven hinter uns. Und ich erwarte hier einen schönen Dreikampf. Preuschow kommt hier aus der letzten Kurve schon mal richtig gut raus. Oh, aber in die erste Kurve rein. Da verkalkuliert er sich ein bisschen, kommt weit raus. Aber die Strecke vergibt hier manches. Das gehört dazu. Konnte nicht wirklich davon profitieren, aber hier ein weiterer Fehler von Preuschow jetzt. Sehr vorsichtig wieder aufs Gas. Kam aber gut aus der ersten Kurve raus. Und wir sind dran. Oh. Preuschow kommt hier ein bisschen weit raus. Aber auch da muss man sagen, so enorm viel verliert man dadurch nicht. Oh, aber dadurch. Das war's jetzt erstmal mit der Führung. Jetzt müssen wir das Tempo diktieren. So, hier fahre ich immer ein bisschen sanfter durch, damit das Auto für die Anbremszone hier zur Rechtskurve ein bisschen ruhiger steht. Das ist wirklich eine sehr knifflige Kombination. Da kann man es auch in der Linkskurve ein bisschen übertreiben und dann hast du Probleme beim Bremsen und im schlimmsten Fall drehst du dich. Das ist mir oft genug im Qualifying passiert. Zuvor trainiert habe ich nicht vorm Quali. Thank you.
Gavin, der kann hier gut mithalten. Und Preuschow kommt hier immer näher. Ja, das ist noch lange nicht gegessen, die Sache hier. Fährt hier eine 47,1. Das ist eine wahnsinnig gute Zeit. Das Beschleunigen funktioniert echt einwandfrei mit den Teilen. Also, da muss ich auch mal dazu sagen, Respekt an den GT3 Cup. Der hat keine Traktionskontrolle, aber das Rausbeschleunigen funktioniert echt super. Und jetzt sind wir mal ein bisschen weg von Gavin. Preuschow da an Gavin jetzt dran. Hatte da eigentlich etwas größere Probleme beim Rausbeschleunigen erwartet. Oh, Gavin stand da, glaube ich, gerade leicht quer. Ja, ansonsten finde ich das Auto auch deswegen geil, weil es halt pures Racing ist. Preuschow greift Gavin an. Fährt hier nochmal eine absolute Bestzeit. Ist 18 schneller als ich. Gut, da muss man auch sagen, während er pusht, bis zum geht nicht mehr. Versuche ich hier hauptsächlich mal keinen Fehler zu machen. Ja, aber das Coole bei diesem GT3 Cup Fahrzeug ist halt einfach, du kannst nicht so wirklich viel beim Setup machen. Das Auto hat nur sehr wenige einstellbare Optionen und das meiste kommt halt wirklich aufs Racing an. Vor allem auf einer Strecke wie Indy, also Brands Edge Indy, da kannst du halt einfach schön fighten. Huiuiui, nicht gut. Man merkt, Preuschow ärgert sich so ein bisschen, dass er am Anfang die Führung liegen lassen hat. Aber es ist jetzt eine super Recovery hier. Alter Falter, auf Messerschneide hier. Und jetzt zieht er rechtzeitig vor der Kurvenkombination zurück. Jetzt hat er aber nochmal eine Chance. Ja, hätte man eventuell viel Flügel mitnehmen sollen oder wenig Flügel, ich weiß es nicht. Da kommt er nochmal an mich ran. Ja, aber da war ich auch ganz außen. Tut mir leid. Da kann ich auch nicht weg, aber er kommt wieder zurück. Ja, da war ich ganz, ganz außen. Da hätte ich nicht weiter nach außen gekonnt und ja, ich war sogar das Auto, was sogar noch ein bisschen weiter vorne war.
tut es mir leid, dass er einen weiteren Abflug erlebt hat, aber da würde ich mir jetzt keine Schuld zuschustern. Oder vielleicht, wenn ich mal das Replay gesehen habe. Mal gucken. Trotzdem, der Fight läuft noch. Bremsbalance war noch ein bisschen nochmal nach hinten gestellt. Was wohl keine gute Idee war. Oh, und Preuschow jetzt nochmal mit einem dicken Schnitzer scheinbar. Und Geven zieht zurück. Minuten noch. Wir müssen immer weiter verteidigen. Gott, warum wird der so zickig beim Anbremsen? Ich verstehe das nicht. Alter Falter. Das ist unfassbar. Aber Geven muss auch wirklich gucken, wo hier Raum ist, wo er vorbeikommen kann. Ich glaube, da war ich viel zu langsam. Alter, wie gut das ist. Es ist so gut. Und auch hier bleiben wir noch vorne. Preuschow sowohl im Quali als auch im Rennen hatte zweifelsohne das höchste Tempo drauf. Aber eine hohe Fehleranfälligkeit.
Auch wenn es kein Dreikampf ist, ist es ein wunderschöner Zweikampf. Ich habe viel zu viel Sprit mal wieder dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, sobald wir die Rollen wechseln würden, wäre ich derjenige, der so angreift. Und er derjenige, der so verteidigen muss. Hatte er ein, zwei Schnitzer drin. Oh, jetzt kommen wir weg. Das war mal eine gute, fokussierte Runde. Dass ich mal über einen Vorsprung von einer Sekunde happy sein würde, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, der letzte Sektor passt hier ganz gut. Am Anfang der Runde habe ich eben einiges versemmelt. Eine halbe Sekunde liegen lassen. Geht in die letzte Runde. Ja, die letzte Runde läuft. Und das sieht gut aus. Aus der letzten Kurve geht's nochmal ab auf die Startzielgerade. Und das ist es. Das ist der Sieg. GG. Well played. Alter Falter. 16 Sekunden Vorsprung am Ende. Uiuiuiui. Von Runde 1 an wurde gekämpft. Halleluja, ey. Ja, und am Anfang war es noch ein Dreikampf, später wurde es ein Zweikampf. Ja, der eine Crash, der tut mir zwar leid, aber ich habe schon gesagt, was ich dazu denke. Ich glaube, da war ich jetzt nicht wirklich dran schuld. Trotzdem, ich schaue es mir dann auch nochmal gerne im Replay an. Falls ich da irgendwie eine Schuld dran habe, dann werde ich das da spätestens sehen. Aber hey,
geile Sache, ey. Geiles Rennen. 20 Minuten lang Rennaction, pure Rennaction. Wie gesagt, hier gibt's wirklich so gut wie gar nichts, was man beim Setup großartig einstellen kann. Hier geht's zu, ich sag mal, 90% oder 95% ums Fahrerische. Und das hat mega Laune gemacht. Beide Fahrer, gegen die wir gefahren sind, haben hier sehr, sehr geiles Zweikampfverhalten an den Tag gelegt. Es gab zwar eine Kollision, aber hey, an für sich war es sonst richtig, richtig schön anzuschauen, glaube ich. Und wenn es euch gefallen hat, dann haut gerne ein Däumchen nach oben raus für diese Folge hier bei Race Room beim SRS-System. Ja, und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und weiteren geilen Motorsport-Stuff haben wollt, haut natürlich auch gerne ein Abo raus. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Ich bin so ein bisschen aus der Puste. Kenne ich gar nicht mehr so wirklich von Rennsims, aber ja, wir sehen uns ein andermal wieder. Haut rein!